Wie sich Homosexuelle fühlen, das weiß auch sie. Elia Chavez ist eine populäre Sängerin in der Moskauer Lesbenszene. Ihre Lieder werden im Internet als Hymnen der weiblichen Homosexualität gefeiert. Alle Männer, die sehr streng heterosexuell sind, die haben Angst, dass irgendjemand denkt, sie seien homosexuell. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist das so, weil sie vielleicht tatsächlich Homosexualität tief, tief in sich haben. Etliche ihrer Lieder werden in russischen Radiostationen nicht gespielt. Es wird noch lange dauern, bis Homosexuelle ein selbstverständlicher Teil der russischen Gesellschaft sind.